Hallo, heute möchte ich Ihnen mal das neueste Modell von der Gruppe Pilot Moveo zeigen. Und zwar ist es das Einsteigerfahrzeug in der Light-Variante. Aber dennoch muss ich hervorheben, auch hier verwendet Pilot Moveo wieder die GFK-Glasfaser-verstärkte Außenhaut, welche auch am Unterboden an dem Fahrzeug mitverwendet ist. Das Dach, die Seitenwände, wie gesagt, ebenfalls aus glasfaserverstärkter Außenhaut. Die Wandstruktur ist es wie bei der Original-Pilot Moveo-Baureihe, ebenfalls auch mit einer 33 mm starken Isolationstechnik aufgebaut. Vollkommen holzfrei, selbstverständlich. Beginnen wir einfach mal mit dem Basisfahrzeug. Das wäre jetzt hier an der Stelle der Citroën Jumper mit 3,3 Tonnen. Beziehungsweise, so wie das Fahrzeug hier steht, hat das Fahrzeug selbstverständlich 3,5 Tonnen und auch die 140 PS Maschine. Erkennbar ist das leichtere Modell, also das etwas preiswertere Modell, an den aufgesetzten Fenstern, wie es auch in anderen Fahrzeugbaureihen anderer Hersteller verwendet wird. Auch hier in dem Fahrzeug ist ein großer Kühlschrank mit automatischer Umschaltung verbaut, trivalent betreibbar. Das heißt mit 12 Volt, mit Gas und mit 230 Volt. Dieses Modell hat die Truma Kombiheizung 4 verbaut, gasbetrieben. Also auch in diesem Laderaum befindet sich eine Beleuchtungseinheit, eine 230 Volt Steckdose und der Laderaum ist zudem auch noch an die Heizungsanlage mit angeschlossen. Im Basismodell ist auch schon bereits eine Außenleuchte beinhaltet. Dann kommen wir zur Eingangstüre mit einem Einfachverriegelungssystem ausgestattet. Direkt am Eingang dahinter befindet sich der Schalter für die elektrische Drittstufe und die Innenbeleuchtung. Das Citroën Cockpit ist ja bekanntlichermaßen nahezu identisch mit dem Fiat Cockpit. Was ein bisschen anders gehalten ist, ist oben jetzt eben eine Ablage. Dann ist in diesem Fahrzeug noch kein Radio vorgesehen, kann aber natürlich in diesen Schacht hier eingebaut werden. Darunter die Bedieneinheit, die man vom Fiat Ducato her aus auch kennt, mit der Klimaanlage, mit der Heizung und den Luftaustrittsdüsen. Im unteren Segment befindet sich die Steuerungseinheit für die elektrisch beheizbaren Außenspiegel, Zentralverriegelung der beiden vorderen Türen, Warnblinkanlage, und dann eben der Tempomat Bergabfahrhilfe sowie die Traktionskontrolle ESP. Daneben haben wir USB-Anschlussmöglichkeit und 12-Volt-Anschluss. Im Armaturenbrett oben haben wir wiederum ein klimatisiertes Fach. Unter dem Airbag haben wir ein Handschuhfach und daneben das größere Handschuhfach abschließbar. Auch in diesem gering ausgestatteten Fahrzeug befinden sich Drehsitzkonsolen. Und das Schöne ist, ich habe hier noch zwei Armlehnen verfügbar, was das Sitzen während der Fahrt und natürlich auch, wenn ich am Urlaubsort angekommen bin, angenehm gestaltet. Beim Moveo Light kann ich auch die Tischplatte in verschiedenen Richtungen verstellen, sodass in der großzügigen Sitzgruppe bis zu 6 Personen Platz finden. Während der Fahrt bietet dieses Fahrzeug für 4 Personen Platz zum Anschnallen. Unter dem Einzelsitz direkt an der Eingangstüre befindet sich dann auch die Elektrik. Hier ist das Batteriefach vorgesehen. Dann hat man hier die 12-Volt-Sicherungseinheit und die 230-Volt-Sicherungen. Der 140 Liter Frischwassertank befindet sich unter der Sitzbank in Fahrtrichtung. Am Wassertank selbst ist auch noch die Druckwasserpumpe angeordnet. Der Grauwassertank befindet sich unter dieser Bodenklappe im Freien, kann isoliert und beheizt bestellt werden, ist aber in diesem Basismodell als nicht frostsicher beinhaltet. Unter der Bodenklappe ist wiederum eine Wartungsöffnung, wo man den Grauwassertank auch mal reinigen kann. Über der Fahrgastzelle befindet sich ein Panoramafenster.
ein sogenannter Skyroof, welchen man auch öffnen kann. Das machen wir jetzt gerade mal. So kann wunderschön Luft zirkulieren. Das Ganze kann man dann auch mit Verdunklung und Fliegenschutz versehen. Ganz wichtig, während der Fahrt immer geschlossen halten. Über der Sitzgruppe befindet sich bei diesem Modell ein elektrisch absenkbares Hubbett. Das betätigen wir jetzt mal. Läuft flott nach unten. Das Hubbett bietet Platz für zwei Personen, hat unter der Matratze einen Lattenrost und auf beiden Seiten eine Ausfallschutzsicherung. Hier gibt es eine Liegefläche von 1,28 m x 1,95 m. Am Hängeschrank der Küchenzeile befindet sich das Steuerpanel des Moveo Lights, welches dasselbe Steuerpanel ist, wie es auch in den normalen Modellbaureihen, in den höherwertigen Modellbaureihen eingebaut wird. Hier kann ich auch wiederum über diese einzelnen Steuersymbole Wasserpumpe, Beleuchtung. Von außen kann ich sehen, dass Stromnetz eingesteckt ist und eben die AUX-Schaltung, die wiederum hier auch die Zündung des Kochfelds und die 12-Volt-Steckdosen sind. Neben dem Steuerpanel befindet sich die Bedienung von der Troma-Kombiheizung. Die Küchenzeile ist mit einem 2-Flamm-Gaskochfeld ausgestattet, welches, wie schon erwähnt, einen Elektrozünder beinhaltet. Großzügige Schubladen an der Küchenzeile mit Pushlock-Verschlüssen und Trennfächern. Im Küchenoberschrank gibt es Staumöglichkeiten. Und dahinter befindet sich dann der Kühlschrank, der trivalent betreibbar ist und eine Automatiksteuerung beinhaltet. Unten haben wir das Gemüsefach und im Kühlschrank ist noch zusätzlich ein Frostfach untergebracht. Unterhalb des Kühlschrankes befindet sich ein weiteres Starrfach. Vor dem Badezimmer gibt es noch ein kleines Sideboard, welches auch mit entsprechenden unterteilbaren Brettern eingerichtet ist. Oberhalb ist der TV-Platz vorgesehen mit Anschlussmöglichkeiten für den TV und rückwärtig haben wir zwei USB-Steckdosen. Im Moveo 70 EB Light gibt es ein Kombibad. Zum einen hat es den Vorteil, dass ich eben nicht zu viel Stauraum oder zu viel Platz in der Länge für das Badezimmer aufwende. Und zum anderen habe ich die Möglichkeit, dieses Waschbecken auch wegzuklappen, um dann die Duschmöglichkeit zu bekommen. Die Duschkabine ist dann mittels dieser Lamellentür für die Feuchtigkeit abzuschließen. Oberhalb der Duschkabine befindet sich eine Klarsichtdachhaube, die zum einen den Wasserdampf nach außen ablassen kann und auch mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo ausgestattet ist. Unter den Einzelbetten befindet sich zum einen der Kleiderschrank mit Hängeware und zu anderen Ablagemöglichkeiten. Das Einzelbett ist so angeordnet, dass es in einer bequemen Höhe ein- und ausstreckbar zu benutzen geht. Die Liegefläche der Einzelbetten kann mittels einem einfachen Auszug größer gestaltet werden. Auch an die Stromversorgung wurde beim Moveo 70 EB Light gedacht. Am Kopfende der Einzelbetten unterhalb der Hängeschränke sind Lesespots angebracht, die direkt am Spot schaltbar sind. Die Hängeschränke an sich bieten genügend Stauraum, um Legeware unterzubringen. Das Schlafabteil kann mittels eines Vorhangs abgetrennt werden.